Ein 70-jähriges Firmenjubiläum ist definitiv Grund zu feiern. Das taten die Ingolstädter ausgiebig mit dem Familienbetrieb Hagner. Es ist nicht nur eine Familiengeschichte, es ist auch der Spiegel einer Gesellschaft aus drei Generationen einer Familie. Es war für den Vater auch eine Herausforderung, denn der war eigentlich gar nicht aus der Branche. Der kam von der Landwirtschaft und hat nach dem Krieg da reingeheiratet, eine stillgelegte Bäckerei, und hat dann angefangen, mit 30 Jahren Bäcker zu lernen. Und so hat sich das nach und nach entwickelt. Dass man heute feiern kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Anfang der 70er Jahre, nach Öffnung der ersten Filiale, stand das Unternehmen durch einen Schicksalsschlag am Scheideweg. Unser Vater verstarb 1972 durch einen Autounfall. Und da war ich 22 und der Bruder 19. Also wir waren beide in der Ausbildung. Der Bruder war bei der Bundeswehr und ich habe gerade Konditor gelernt. Also das Wichtigste für uns damals waren die langjährigen Mitarbeiter, die uns geholfen haben, weiterzumachen. Und wir sind eigentlich schon noch im Nachhinein den Leuten damals dankbar, dass sie uns dann geholfen haben, wie wir über Nacht alleine da gestanden waren. In den Folgejahren floriert das Unternehmen und wird aktuell von Thomas und Stefan Hagner geführt. Wenn man sich immer daran messen lässt, so die Aussage, früher war alles besser, dann kann Tradition was Belastendes sein. Auf der anderen Seite sage ich mal, wer immer in der Vergangenheit lebt, der kommt auch nicht vorwärts. Also das ist ja das Schöne. Also wir haben auf der einen Seite die Bäckerei, die Tradition, sag ich mal, die Zutaten, die es vor 1000 Jahren schon gegeben hat, Mehl, Wasser, Salz und Hefe. Auf der anderen Seite können wir auch immer wieder neue Sachen ausprobieren. Aber die Zukunft stellt auch eine Menge an Herausforderungen. Die Technisierung spielt eine Rolle und auch das Konsumentenverhalten. Immer gilt es, das passende Produkt passend zu präsentieren. Ah, ich denke mal, der Außerhausverzehr nimmt zu. Es gibt inzwischen Großstädte, die haben nicht einmal mehr Küchen in Wohnungen, wenn sie vermietet werden, weil sie sagen, pass auf, dafür ist die Wohnfläche zu knapp. Die Leute kochen nicht mehr, die gehen raus, die holen sich was, die lassen sich was liefern. Also ich denke, das wird schon ein Thema sein, Außerhausverzehr, Lieferverzehr, Homeservice. Jede Generation gibt ihr Bestes und mit harter Arbeit und etwas Glück wird die Familientradition noch lange weiterleben.